Wetter ist wieder La Terrasse. Aber heute ist der Ausblick nicht ganz so schön wie das letzte Mal. Und da oben haben wir unseren Fernsehturm. Was immer das auch ist. Da ist der Bempf, der Jesse, Kelly, der Daniel. Und jetzt geht's hier eine kurvige Strecke entlang. Ich sag mal, hat der einen Arsch offen oder was? Sehr bewölkt, ne? Ja, das war im Prinzip nicht ganz so schön wie letztes Mal. Wir hatten aber auch das letzte Mal auch da hinten scheiß Wetter gehabt. Hier fängt wieder das Weinanbaugebiet an. Das sieht hier fast so ähnlich aus, als würde man hier nach Dings runterfahren, nach Märchenelf, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Stürmt's ja richtig heute. Dass man es im Park tragen muss. Nach 600 Metern im Kreisverkehr dritte Ausfahrt Avenue Louis Dufour D1C1 nehmen. Louis Dufour, der Cavedon, Schnuppi, Wupsi, Wupsi, Wupsi. Oder was auch immer die Tante da jetzt erzählt hat. Geradeaus auf Avenue Louis Dufour D1.
Das ist ein bisschen weiter gut, ne? Von 1952 bis 60 oder so, sollen wir jetzt hier bleiben. Links abbiegen, um auf Rödes Kombatant Dafried Nord von 1952 bis 1962 zu bleiben. Dann leicht links abbiegen auf Avenue Gierterrasse. Leicht links abbiegen auf Avenue. Oha, jetzt sehen Sie ja was. Oh ja, sieht man, wo wir hier vorbeikommen. Nach 100 Metern im Kreisverkehr, zweite Ausfahrt. Das ist noch keine Bedarfszeit. Und? Hier ist wieder Outschein. Outschein? Und da oben, guck mal, das ist 1918 ein Onkel. Was war das mal? Das ist eine komische Figur. Nee, das ist eine Frau, ne? Oh, das war U-Bahn, S-Bahn. Deswegen, wenn du ein bisschen Ahnung hast, ist es cool, wenn du außerhalb des ganzen Parks und klapperst das mit so einem Tagesticket ab. Das hatten wir ja damals gehabt. Da kannst du dir einen Haufen angucken an einem Tag. Guck mal, wie groß Lyon ist. Da hinten ist es. Nach 400 Metern leicht links abbiegen, um auf Monte des Soldats D48 zu bleiben. Ich sag mal so, mit dem Navi-System ist es immer noch okay, aber ohne, wenn du damit nach Karte oder so versuchen willst, das ist schwierig. Ja. Naja, es gibt Stoffdinger, die medizinisch sind. Lyon ist das, meine Freunde. Eine sehr große Stadt.